Ja, genau so ist es. Direkt nach dem Spiel noch außer Puste und ja, voller Freudentränen, emotionenfreien Lauf lassen. Mats Grambusch, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der deutschen Meisterschaft hier beim Final Four in Mannheim. Ja, hitziges Spiel, ich glaube mit Höhen und Tiefen und alles dabei gewissermaßen, was ein Hockeysport auch ausmacht. Nimm uns kurz mit, emotionale Reise und ja, letztendlich der Erfolg mit deiner Truppe hier. Ehrlicherweise bin ich gerade ziemlich durch. Es war ein riesen Spiel, sowohl von Mannheim als auch von uns. Ich glaube, die erste Halbzeit war Mannheim deutlich stärker als wir, da haben wir nicht so richtig reingefunden. Lag wahrscheinlich auch daran, dass sich so ein Depp eine 10-minütige gelbe Karte geholt hat. Haben es aber in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht und finde, waren da auch ganz, ganz klar dominierend, haben, glaube ich, fast keinen Kreisabtritt von Mannheim mehr zugelassen, hatten sehr viele Chancen. Und dann hat sich, glaube ich, auch unsere Qualität offensiv durchgesetzt. Ich glaube, wir haben es dann nicht gemacht. Ja, absolut, du sprichst an, ihr seid richtig gut irgendwie ins Spiel auch reingekommen, habt den MAC da ganz gut eingeschnürt, geht dann auch verdient in Führung, ne? Christi Dürr steht da perfekt am langen Pfosten, staubt da ab. Wie das so sein soll. Dann so ein bisschen gekippt fürs Momentum, MAC ein bisschen besser reingefunden, mehr Chancen kreiert. Ja. Klar, die verschiedenen Karten, ne? Unterzahlen und so weiter und so fort, ist immer natürlich dann so ein bisschen ein Thema, was so mitschwingt. Aber ich meine, am Ende des Tages... Aber die Jungs in Blau, denke ich. Ja, natürlich. Aber wenn man das, sag ich mal, übersteht oder da gestärkt rauskommt, auch aus der Halbzeit dann und so, zweite Halbzeit gewissermaßen, wie du angesprochen hattest, von euch defensiv richtig gut. Vor allem aber, weil ihr sehr offensiv agiert habt, euer Spiel durchgedrückt habt. Genau, so wollten wir ehrlicherweise auch die erste Halbzeit spielen. Aber du sagst es komplett richtig. Ich fand auch, dass wir, obwohl wir einzeln geführt haben, auch zum Start nicht die bessere Mannschaft waren. Das war, glaube ich, unsere erste wirkliche Chance. Aber... Ich fand deine Analyse tatsächlich sehr treffend und Kompliment an dich an der Stelle. Ja, sehr gut. Danke dir, Mats. Was steht an? Jetzt Pokal abholen, Wimpel abholen und dann ganz schnell nach Köln oder wie ist der Fahrplan? Ja, ich denke, wir werden noch ein, zwei Bierchen und Ziehen noch genehmigen, dann die erste Tankstelle anfahren und dann kann man sich ja vorstellen, was in Köln am Ende passiert. Absolut, ich glaube, da kann man sagen, Grüße nach Köln und viel Spaß letztendlich da heute Abend noch. Danke, danke euch auch. Und tausend Dank, dass du jetzt auch hier kurz die Zeit genommen hast, vorbeizuschauen und Glückwünsche bitte an die Mannschaft. Ja? Richtig aus, vielen Super. Dank. Super, danke dir, Mats. Ja, Mats Grambusch direkt nach dem Spiel und wie gesagt, deutscher Meister bei den Herren hier beim Final Four in Mannheim. Und ich sag mal einfach ab ins Studio und dann schauen wir mal, was die Experten dann noch zum Finale zu sagen haben und vielleicht fangen wir noch die eine oder andere Stimme hier bei oder während oder nach der Siegerehrung ein. Das war es dann sozusagen. Dann war es schwierig für den MAC nochmal in den Kreis zu kommen. Und ich gebe nochmal ab jetzt auf den Platz, weil ich glaube, immer einen Interviewgast haben wir, glaube ich, bei Pippo. Und da gehen wir nochmal rüber. Wir haben keinen Interviewgast. Wir haben gerade noch einmal kurz. Wir haben einmal noch kurz gerade Tisone Prinz als MVP ausgezeichnet. Verdient. Also, auch wenn er jetzt heute vielleicht nicht der auffälligste Mann bei Rot-Weiß war, gestern dieses unfassbare Tor geschossen. Und dann kommen wir pünktlich zur Ehrung vom Mannheimer AC, die gerade noch mal selber im Kreis sind. So.
Und jetzt geht's also auch für diesen MAC. Einmal rauf aufs Podest. Es ist eben nicht der Gang, wie 2017 nach ganz, ganz oben. Aber auch Platz 2. Nachdem es im letzten Jahr in Bonn nur zu Platz 4 gereicht hat, das Halbfinale aus gegen Polo, dann eben dieses Spiel um Platz 3 gegen den HTHC verloren und somit nicht international gestartet. Das wird in der nächsten Saison anders sein, weil dieser zweite Startplatz für die internationale, die gibt's. Jetzt sehen wir nochmal Guido Barreros in der Mitte mit dem roten Stirnband. Ja, jetzt gibt's die ungeliebten gelben silbernen Nadeln. Ich würde sie so gerne gegen die goldene eintauschen. Die ersten Gesichter. Ich glaube auch, dass es nicht so lange, oder ich hoffe auch, dass es nicht so lange dauert, dass die auch wissen werden, dass sie eine richtige Saison gespielt haben. Mal frei machen. Ein Team kommt noch. Dass an diesem Wochenende eben diesen Ticken besser war. Die haben auch einen guten Job gemacht, das muss man auch mal sagen. Also generell natürlich viele Spieler gehabt, der blaue Block, aber durchgezogen. Und zwar immer in dieser Sonne. Und für gute Stimmung hier gesorgt beim Final Four Event in Mannheim, aber jetzt Ehre, wem Ehre gebührt. Mal krönt man sich, den Titel verteidigt, in Bonn ganz oben gestanden, damals Moritz Troppert, der goldene Torschütze, für den es auch das letzte Mal war. Nächstes Jahr nicht mehr mit dabei. Da wenden sich ja erstmal noch ihren Fans zu. Zu den silbernen, die sehr begehrten goldenen Nadeln, und noch viel begehrter ist der Pott, den die Jungs gleich in die Höhe recken dürfen. Wimpel gibt es natürlich auch noch, der nächste fürs Clubhaus. Das müssten wir an sich schon prächtig gefüllt werden, Wimpel. Ja, wenn sie hier nicht noch eine Ecke finden, wo man den auch noch aufhängen kann. Auf ihn wird es die letzte deutsche Meisterschaft fürs Erste gewesen sein. Schön und gut, aber gibt den Jungs doch jetzt endlich ihren Pokal. Damit können sie im Zweifel ein bisschen mehr anfangen. Der erstmal den Wippel entgegennehmen darf und der dann wohl jetzt, glaube ich, auch
zur Feier des Tages den Pokal einmal der Mannschaft wissen darf. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Zum 11. Mal geht der Pott in die Domstadt. Der kann nicht mal mehr richtig stehen vor lauter Krämpfen im linken Bein. Herzlichen Glückwunsch an Rot-Weiß-Köln. Verteidigen den Titel und krönen sich also auch 2023 hier in Mannheim zum deutschen Feldhockeymeister. Guck ja schon der Wimpel. Und wie schnell dieser Wimpel dann egal ist, ne? Wenn du da so einen schönen Pokal hast. Ja, wobei, also der Wimpel wird auch durchaus gern als Halsaccessoire getragen. Stimmt, auf der späteren Feier. Pokal ist auch sehr schwer, ne? Den kannst du ja nicht die ganze Zeit mit dir rumtragen. Wohl wahr, wohl wahr. Ja, dann gibt es natürlich noch das obligatorische Siegerfoto. Und mit den jubelnden Kölnern entlassen wir euch dann auch wieder zurück ins Studio. Simon, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wir sehen uns aber gleich drüben. Ja genau, Linus Müller, nach dem Spiel, ne, klar, Ziel war was anderes hier zu Hause beim Final Four gewissermaßen, den Wimpel und den Pokal eben gemeinsam mit den Mädels feiern zu können. Ganz kurz vielleicht ein, zwei Stimmen zu deinen, ja, zu dem Spiel und zu eurer Performance heute hier. Erstmal, ich freue mich mega für die Mädels, herzlichen Glückwunsch. Man sieht vielleicht gerade noch nicht so richtig danach aus, aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, ich glaube, wir haben mega gut gestartet. Sind mit richtig viel Energie ins Spiel gegangen, haben viele Chancen kreiert, haben dann, finde ich, relativ dämlich das 1-0 bekommen, indem wir einfach zwei individuelle Verteidigungsfehler machen und Köln kapitalisiert daraus direkt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns einfach selbst das Genick gebrochen, dass wir den Ball nicht mehr gehalten haben. Auf einmal, nur weil wir Karten hatten, haben wir aufgehört, unser Spiel zu spielen und nur noch irgendwie versucht, weiß ich auch nicht genau, mit dem Ball alleine zu gehen, haben da viele Bälle verloren und halt einfach wahnsinnig viel in Unterzahl gespielt, was ja total viele Körner gekostet hat. Und das hat Köln halt einfach richtig gut ausgenutzt und da muss man auch sagen, in der zweiten Halbzeit dann deutlich überlegen gespielt und von daher, ja, ist das okay vom Spielverlauf. Ja, absolut, du sprichst an, ne? In der zweiten Hälfte habt ihr es dann nicht mehr geschafft, wirklich da euer Spiel gewissermaßen, ne, auf den Platz zu bringen und war dann immer unter Druck gewesen und klar, mit Unterzahl und so weiter ist es dann an so einem Final Four Wochenende irgendwann vielleicht das Ticken zu viel. Ja, am Ende des Tages kann man aber trotzdem, glaube ich, mit einem gewissen Abstand dann sagen, okay, man kann stolz sein auf die Jungs, man hat hier alles reingesteckt, man kann sich dahingehend eigentlich nichts vorwerfen und ja, letztendlich am Ende des Tages deutscher Vizemeister. Und darf auch nächstes Jahr wieder Europa. Ja, ein bisschen Abstand braucht es vielleicht noch. Absolut, absolut. Vielleicht hilft die Meisterfeier mit den Mädels heute Abend. Deutscher Meister und deutscher Vizemeister für den Mannheimer AC. Ich glaube, da kann man trotzdem stolz drauf sein. Und tausend Dank, dass du dich gestellt hast. Und wie gesagt, nächste Saison neuer Angriff. Danke dir, Linus. Danke. Genau, tausend Dank. Wir geben ab ins Studio. Hat Riesenfreude gemacht hier on court. Und ja, Kasi, let's go. Your turn. We'll be right back.